Was ist das schwerste Objekt der Welt? Spart euch bitte eure Mutterwitze für die Kommentare auf. Ich habe mir wirklich mal angeguckt, was das schwerste Objekt auf der Erde ist und das schwerste Objekt im All und das schwerste menschgemachte Objekt überhaupt. Also ran an die Kilos und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Erstmal zur Erinnerung und wichtig für dieses Video, die Unterscheidung zwischen Masse und Gewicht. Damit wir überhaupt wissen, wovon wir sprechen. Wenn wir auf die Waage steigen, lesen wir die Skala ab und meinen dann, unser Gewicht in Kilogramm zu kennen. Doch vom Standpunkt eines Physikers aus ist das Ganze falsch, zumindest einigermaßen. Denn Kilogramm ist nicht die Einheit für Gewicht, sondern die Einheit für Masse. Zwischen Gewicht, genauer gesagt der Gewichtskraft und Masse, besteht ein entscheidender Unterschied. Die Masse eines Körpers ist überall gleich. Das Gewicht nicht. Würden wir zum Mond fliegen und uns dort auf eine Waage stellen, brächten wir nur etwa ein Sechstel unseres Gewichts auf die Waage. Der Grund dafür ist, der Mond, der hat eine geringere Gravitationskraft. Erst einmal zum schwersten Objekt, das nicht auf der Erde ist. Das schwerste Objekt im All, das der Menschheit bekannt ist, ist das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild. Das ist das allererste Foto eines schwarzen Lochs, was durch die Medien ging. Das massereichste Objekt ever. Nach Angaben der Max-Planck-Gesellschaft soll es nämlich sage und schreibe 6,5 Milliarden Mal so schwer sein wie die Sonne. Und die ist bekanntlich in unserer Galaxie das schwerste Objekt. Sie wiegt 1,99 Quadrilliarden Tonnen. Eine Quadrilliarde hat 27 Nullen. Also eine für uns Menschen unfassbar hohe Masse. Noch viel krasser ist dann natürlich die Masse des schwarzen Lochs. Was ist denn aber das schwerste Objekt hier auf der Erde? Und was sind die schwersten Objekte, die die Menschheit je hergestellt hat? Das schwerste Objekt im Verhältnis zu seiner Größe ist natürlich das Objekt oder Element mit der größten Dichte. Je größer die Dichte, desto schwerer ist etwas im Verhältnis zu seinem Volumen oder eben seiner Größe. Ein kleiner Stein wiegt mehr als ein gleicher Haufen Watte. Logisch. Und auf der Erde ist das Element mit der größten Dichte Osmium. Osmium hat die allerhöchste Dichte aller chemischen Elemente und ist somit das schwerste Element überhaupt. Die Dichte ist, wie gesagt, das Verhältnis von Masse und Volumen. Ein Würfel von einem Kubikzentimeter, so wie dieser hier, würde, wenn er aus Osmium bestehen würde, 22,59 Gramm wiegen. Die Dichte berechnet sich also aus der Grammzahl pro Kubikzentimeter. Zum Vergleich, das chemische Element Wasserstoff würde als Würfel gerade mal 0,09 Gramm wiegen. Uran, was auch als sehr schwer gilt, hat eine Dichte von 19,1 Gramm pro Kubikzentimeter, also noch so 2,5 Gramm weniger als Osmium. Ein Kubikmeter Osmium, wenn ich aus dem theoretischen Osmiumwürfel einen großen Würfel von einem Kubikmeter bauen würde, der wäre schon bei 22.590 Kilogramm. Das Witzige ist aber, dass der gesamte Weltbestand von Osmium, also alles Osmium, was derzeit in der Erdkruste vorhanden ist, in einen Würfel mit 2,1 Meter Kantenlänge passen würde. Das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge von 2,1 Meter, das beträgt 9,261 Kubikmeter mit der Dichte von 22.590 Kilo pro Kubikmeter, würde dieser Weltwürfel aus Osmium dann schon etwa 209.206 Kilogramm wiegen. Damit ist Osmium neben dem schwersten natürlichen Element auch das seltenste der 8 Edelmetalle des Periodensystems. Außerdem ist dieses Element enorm teuer. Derzeit kostet 1 Gramm Osmium auf dem Weltmarkt 1278 Euro. Gut, also das schwarze Loch der Galaxie M87 ist das schwerste Objekt im All, Osmium ist das schwerste Element der Erde. Und was sind nun die schwersten Objekte, die wir Menschen jemals gebaut oder hergestellt haben? Extrem beeindruckend ist, was die alten Ägypter für massive und schwere Bauobjekte errichtet haben. Das Gesamtgewicht der Cheops-Pyramide wird sage und schreibe auf zwischen 5,5 und 6,5 Millionen Tonnen geschätzt. Das schwerste Gebäude ist laut dem Guinness-Buch der Rekorde der Parlamentspalast in Bukarest. Er wiegt ganze 4,1 Millionen Tonnen. Das schwerste Objekt, das der Mensch gebaut und von einem Ort zum anderen transportiert hat, soll die Offshore-Erdgasplattform Troll A vor der Westküste Norwegens sein. Sie soll erstaunliche 1,2 Millionen Tonnen wiegen. Es waren 10 Schlepper erforderlich, um die Plattform an ihren Standort zu bringen. Und eine Sache ist noch richtig spannend. Uran in Flugzeugen. Uran ist zwar nicht das schwerste Element der Welt, aber es ist schon ziemlich schwer. Und deshalb wurde es lange Zeit in Flugzeugen eingebaut. Das Gewicht dient dazu, Flattererscheinungen zu vermindern. Allerdings gab es 1992 einen schlimmen Unfall, bei welchem eine Frachtmaschine in einem Wohngebiet abgestürzt ist. Und durch das heiße Feuer wurde das gebrauchte Uran verbrannt und die Bewohner der umliegenden Häuser klagten anschließend über Lungenkrankheiten, Fehlgeburten und massive Mutationen.
Mittlerweile soll das Material aber durch Wolfram ersetzt sein. Aber da habe ich dann eine ziemlich spannende kleine Anfrage eines Abgeordneten aus NRW entdeckt. Die Anfrage ist von 2001, aber schon damals war die Antwort des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr, dass es noch 8 deutsche Maschinen gibt, die im Einsatz sind und Uran als Gewicht an Bord haben. Und weltweit weiß man gar nicht, wie viele dieser Flugzeuge noch unterwegs sind. Wahrscheinlich deutlich mehr. Das finde ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Ein Gedanke zum Schluss. Wir Menschen haben mittlerweile eine Masse von 30 Billionen Tonnen Ressourcen in technische Artefakte umgewandelt. Das ist mehr als die Erde an Lebewesen aller Arten hervorbringt. Auch bei der Artenvielfalt führt der Mensch. Er hat mehr als 1 Milliarde unterschiedliche Objekte geschaffen. Dazu gehören Häuser, Staumauern, Flugzeuge, Autos, Straßen und Schleusen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Sie belasten jeden Quadratmeter der Erdoberfläche mit 50 Kilogramm. Man könnte also sagen, der Mensch ist Gefangener der von ihm selbst geschaffenen Technosphäre. Diese ungewöhnliche Abschätzung hat ein Geologenteam unter der Leitung von Professor Jan Zalasiewicz angestellt. Technosphäre nennt er diese vom Menschen geschaffene Welt. Wir haben darüber nicht immer so viel Kontrolle, wie wir denken, so sagt der Geologenprofessor das. Und er warnt, die Technosphäre ist ein System mit einer eigenen Dynamik und eigenen Energieflüssen. Und der Mensch ist längst von diesem System abhängig, um zu überleben. Er ist gewissermaßen ein Gefangener der selbst geschaffenen Technosphäre. Also auch wenn es toll ist, immer größere und schwerere und krassere Objekte zu erschaffen, müssen wir vielleicht mal so langsam darüber nachdenken, uns kleiner zu setzen. Was denn neben dem schwersten Objekt das teuerste, leichteste oder stabilste ist, das könnt ihr hier sehen. Das ist eine Playlist. Schaut euch das Ganze an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin.